Hallo, ihr lustigen Panzerfahrer da draußen und herzlich willkommen zurück zum Way to Tier 10 mit den Schweden. An meiner Seite ist der liebe O'Hare. Ich esse gerade Köttbullar. Hallihallo. Ja, also wir haben jetzt den Lago respektive den SAV entstockt. Wir können es auch kurz mal beweisen, damit ihr seht, was jetzt hier abgeht. Und ich habe mich dazu entschlossen, wie ich es angekündigt habe, die 57 mm Kanone zu nehmen, denn die, ja, also mit der kann man arbeiten. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt die 10-5er drauf. Das ist die Top Gun auf dem Fahrzeug. Das ist eine Trollgun, wie ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, mit 350 Alpha mit AP, beziehungsweise Heat und mit 370 mit HE. 0,56 Genauigkeiten, 3,5 Sekunden Zielerfassung ist natürlich echt nicht geil, gerade für den TD, der dort dann doch eher aus der zweiten oder dritten Reihe spielt. Ich will die Kanone euch trotzdem zeigen. Bei mir ist es aber auch so, dass ich jetzt auch beim Entstocken gemerkt habe, dass die zweite Kanone, die 75 mm, dass das wohl die Kanone ist, mit der man den Panzer wohl am besten fahren sollte. Denn ich bin auch gerade mit der schon eine erste Klasse gefahren. Die schießt angenehm schnell, also irgendwas so 4, irgendwas Sekunden. Da geht auch sogar noch was mit einem Ansetzer beziehungsweise Waffenbrüder, weil ich habe im Moment eine Lüftung dabei, das könnte ich aber noch ändern, ist egal. Die hat 107 mm Pen. Das ist auf Tier 4, glaube ich, ein richtig verdammt guter Wert. Und 110 Alpha und mit Premium AP hat sie 130. Das ist auf jeden Fall eine Kanone, mit der man auf der Tierstufe arbeiten kann. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie sich dieses HE-Troll-Ding fährt. Ich glaube Ja, auch also ihr. ich werde nachher auch noch mal ganz, ganz kurz mal die 7,5 cm auspacken, wahrscheinlich fürs letzte Gefecht oder so. Aber jetzt zeige ich erstmal hier die mit 91 mm Pen, die 57 mm Kanone. Weil, also ich finde, die ist ganz gut. Also der erste Schock hat sich gelegt. Der Lago ist, wenn man vorsichtig ist, spielbar. Bereit? Ich bin ready. Okay, damit können wir arbeiten, ne? Damit kann man arbeiten. Ich überlege sogar, ob ich gerade mal ein bisschen rotzfrech bin und mich mit 14 Grad Gun Depression auf die Heavy Line verpisse und dem Type 95 und DW2 ein bisschen ärgere. Ich probiere das einfach mal. Vielleicht geht es auch einfach völlig in die Hosen. Ja, probieren kannst du es zumindest. Ich meine, Ab. es reicht ja, wenn du einen Schuss den reinbretterst und dann kannst du ja abhauen, weißt du? Ja, na, zumal ich halt auch, also auf lange Distanz mit der Kanone. Glaube ich halt nicht, dass das irgendwie Spaß macht. Deswegen ist das jetzt gerade eine ganz gute Einladung dafür. Ich muss halt nur, drei Artis ist halt so ein bisschen problematisch. Ja, das stimmt. Ich bin übrigens also vom Lago recht überrascht. Also wir haben gesehen, der zieht gut an, kommt gut auf seine Höchstgeschwindigkeit. Also ich habe noch keine 100% Mannschaft, die ist momentan noch so bei 90%. Und ich habe auch noch keine Waffenbrüder. Aber ich glaube, das Ding kann schon echt gut sein. Also Scheiße. ich werde den auch wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen behalten und mal versuchen auszureizen. Mal gucken, was da noch geht. Irgendeiner meiner Zuschauer hat mir ja gesagt, quasi, freu dich auf den Lago. Ich weiß bei euch leider nicht immer, ob ihr das sarkastisch meint. Ich bin offen, die Arti hat auf mich geschossen. Dann zieh dich zurück. Ja, ich versuch's. Vielleicht kann ich dem. DW2 in die Seite. Jetzt auch mal ein Scherenfernrohr eingepackt statt einem Tarnnetz. Weil du bist dann doch oft genug einfach nur am Rumfahren. Das war Heat, Kollege. In die Seite. Okay, ich habe jetzt schon ein Problem, weil ich hier Fahrzeuge verloren habe auf meiner Also, ich Seite. sag mal so, in Kombination mit diesem Matchmaking, der Gun Depression und der Kanone ist es witzig. Weil die Gun Depression halt einfach so Ja, aber barbarisch ist, ich gehe oder? jetzt trotzdem raus, weil mein Team sich nicht um meine Flanke kümmert, beziehungsweise alle tot sind. Schade, bisschen mehr Support hätte ich den Type 95 noch ärgern können. Aber allein schon der Heatschuss in den Turm vom DW2 war Genugtuung. Wie viel Schaden machst du denn damit? Das waren auch nicht wenig. Es waren 350 hat man mit Heat. Das ist für die Tierstufe schon ganz nett. Das Problem ist halt, das kannst du auch nur im Top-Tier-Gefecht machen. Wenn du jetzt Mid-Tier oder Low-Tier bist. Nee. Okay, also ich habe hier gerade eben ein
Lux, nee, was war das? Ein Lux, ja, war das böse bearbeitet. Oh, STRV habe ich auch eine setzen können. Also mein Tarnwert ist wirklich phänomenal, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich schon eine gute Tarnmannschaft habe. Ich camp jetzt hier halt einfach. Und das ist auch das, was du mit dem Lago machen musst. Du musst halt wirklich das Ding wie ein Sniper spielen am Anfang. Das ist halt bockschwer. Lago, help you, idiot. Ja, ich helf dir doch. Das ist unglaublich, der Typ. Da vorne, weißt du, da vorne bist du nutzlos, A20. Du bist total nutzlos. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt vorfahre und mir eine einfange. Ja, zumal ihr auch in der Unterzahl seid. Richtig, ich habe ihm ja geholfen. Der hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich hier gerade eben schon 354 Schaden gemacht habe. So, weil hier bin ich sehr viel besser aufgehoben als woanders. Toll, jetzt ist die Heavy Lane aufgeräumt. Mann, Mann, Mann. Ist nicht meine Aufgabe, die Dummheit von anderen Spielern auszugleichen. Naja. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum die da so vorgejubelt sind. Oftmals ist man aber dazu gezwungen, sag ich mal. Ich meine, ich mache ihn immerhin sogar auf. So, A20. Nein, A20? Wie geht negativ? Gute Frage. FF6. Warte mal. Negativ. So macht man das. Wir werden jetzt hier nicht angreifen. Die Gegner sind in der Überzahl. Weißt du, der ist ein Two-Shot und will angreifen. Ich würde erstmal warten, bis drüben der SAV den anderen SAV platt macht. Dann ist wenigstens die Heavy Lane aufgeräumt und dann. Ich hab's ihm jetzt mal erklärt. Wir werden verlieren, wenn wir unsere Tanks wegwerfen. Okay, die Heavy Lane ist gefallen. Was macht er denn? Er ballert hier einfach nur stumpf rum. Ja, geht dabei am besten auch noch auf, der Blödmann. Ja, ich hab keine Ahnung. Kannst du mir sagen, was der für eine Spielerwertung hat? Der ist orange. Ja, also, dann ist es, glaube ich, gut, dass ich nicht auf ihn höre. Meine Erfahrung sagt mir was anderes. Nichts gegen orangene Spieler, Leute, aber ein orangener Spieler sollte einem grünen Spieler nicht versuchen zu erklären, wie die Welt funktioniert, ne? Das ist anmaßend. Die Mathilda hat jetzt aufgeräumt. Die Frage ist halt, ob die jetzt da zurückgefahren sind. Er behauptet, that's done. Ah, da steht immer noch auf. Den kann man jetzt angreifen. Aber nicht so, wie er das macht. Er macht es total doof. Kannst du auf den Lago unten wirken? Ich habe ihn gerade gesehen. Na? Ich glaube, der Lago hat sich zurückgezogen. Wir haben offensichtlich eine Mathilda gehabt, die gecapped hat. Ja, die Mathilda hatte da die Artis rausgenommen. Das Problem war nur, dass der SAV M43 immer noch auf der Heavy Lane rumstand. Der ist dann zurückgefahren und hat sich die Mathilda geholt. So, das war Nummer 1. Machen wir erstmal in Deckung. Es gibt ja keine Artillerie mehr. Der Lago ist ein One-Shot, da bin ich mir sehr sicher. Der STRV war es vorhin auch. Okay, er war nicht ganz ein One-Shot. Boah, der A20, ey, der nervt schon ein bisschen im Chat. Ja, du hast aber auch noch Artillerie, die dir helfen kann. Keine Ahnung, was der Typ schreibt. Ist mir auch scheißegal. Da ist der SAV. Wenn der die Trollgun drauf hat, hast du gleich ein Problem. Nee, hat er nicht. Ich hab ein ganz anderes Problem, weil ich nicht treffe. Hat der gerade Heat geschossen? Keine Ahnung.
Ist auch für mein Fahrzeug nicht wirklich relevant. Nee, eben, deswegen. Oh. Jetzt könnte aber auch langsam mal die Arti was machen. Ich meine, der steht da. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, jetzt hast du ein Problem, aber auch nur, weil die Arti nicht schießt. Ich verstehe es allerdings nicht. Die hätte gerade schießen können. Jetzt steht der Arti safe. Jetzt nicht mehr. Ich habe schon die ganze Zeit, seitdem du alleine bist, keine Arti-Schüsse fliegen sehen. Ich guck mal, was die Artis machen. Und die stehen da und gucken irgendwie in deine Richtung. Jetzt hat eine geschossen. Hat aber scheinbar nicht getroffen. Problem ist, ich müsste einen mega High Roll hinlegen, um den jetzt zu killen mit einem Schuss. Ich würde hoffen, dass die Arti was trifft. Es sind zwei Stück. Die müssen doch mal schießen. Das gibt es doch gar nicht. Ja, die haben... Oh, lol. Der hat geschossen. Ja. Die Arti-Spieler sind beide sehr, sehr unerfahren. Der eine hat nicht mal 1000 Gefechte. Im schlimmsten Fall wissen die noch nicht mal, wie sie in den Arti-Mode kommen. Also ich hab, boah, ich hab mega Low Roll gemacht. 57 Schaden bei 75 Schnitt, weißt du. Ja, es ist ärgerlich. Ja, gucken wir mal, was noch passiert. Die haben beide eine realistische. Oh Gott, die stehen ja offen! Ja, aber jetzt erst. Die SP, die STPZ2, die stand eigentlich vorher im Busch. Die ist jetzt erst vorgefahren. Ja, eine muss halt spotten und die andere muss schießen. Das Problem ist, dass die Panzer-Selbstfahrlaufwette 4B, die hat halt einen sehr flachen Schusswinkel. Eigentlich müsste die spotten gehen und die andere müsste hinten in der Deckung stehen. Die sollen jetzt einfach beide warten, bis der kommt. Das ist ihre größte Chance. Ja, das ist auch eine Variante. Ich habe hier gerade eine WN8 von über 5000 erfahren mit der Karre. Der A20 soll mir ja nichts erzählen, weißt du? Ich hatte gerade eben bloß das Pech, dass die ersten drei Schuss auf den ST... überhaupt nicht getroffen haben, sonst wäre der raus gewesen. War ein bisschen Pech. Das ist RNG. Ja. Tja, die Frage ist jetzt, ob der STVZ 39 einfach blind drauf drückt. Oder ob er versucht, irgendeinen Move zu machen, ob er nochmal oben rumfährt. Traust du ihm das zu von seinem Skill her? Ja, nee, eigentlich nicht. Mit 5000 Gefechten ohne orangener WN8 nicht unbedingt, aber orange halt, also, weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, ich hab so ein Bauchgefühl. Weil mittlerweile wäre er auch längst da, wenn er einfach nur auf den Cap drauf gedrückt hätte. Ja, oder er hat einfach nur Angst. Das kann auch sein. Ja, es kann natürlich auch sein, ja. Bei orangenen und roten Spielern, da weißt du nie. Ja, eben, da weißt du halt nie. Ja. Und wie gesagt, das ist nichts gegen orangene oder rote Spieler. Wir wissen, dass da einige von euch da auch drunter sind. Aber es ist halt einfach ein Fakt, und ihr wisst das ja selber auch, dass ihr in manchen Situationen auch nicht immer so genau wisst, was ihr jetzt am besten zu tun habt. Das liegt einfach an der Erfahrung. Das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach nur unsere Einschätzung der Situation. Also wir handeln da teilweise ganz anders. Manchmal teilweise automatisch, ne? Da denkst du teilweise gar nicht drüber nach. Weil du die Map halt einfach kennst. Das ist richtig. Die Panzer Selbstfahrlafette. Ja, er steht im Cap, okay. Okay, jetzt muss einer rausfahren. Jetzt muss einer rausfahren, ja. Ja, man kann noch mal kurz warten, ob er einfach nur durchfährt. Oder ob er jetzt wirklich der Meinung ist, dass er jetzt capt. Das wäre beides blöd. Durchfahren und jetzt cappen. Oh je. Aber jetzt fahren beide, das ist auch nicht gut. Einer hätte stehen bleiben müssen zum Aim. Da ist er. Die 4B. Er hat ihn! Lol. Yes! Ich wollte gerade noch sagen, mit der 4B kann man auch gut im TD-Modus spielen. Bei der anderen wusste ich das jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Typ hat keine Ahnung, was er von Lack hatte. Auf alle Fälle. Dritte Klasse war das. Und das ist der Oberhammer, ne? Ich habe schon wieder nur eine zweite Klasse, obwohl ich 1031 Schaden auf Tier 4 gemacht habe.
Das ist Tier 4 und ich mache 1031 Schaden. Ich find's witzig, dass ich mit irgendwie drei Schüssen, die ich, Tier 5, also mit drei Treffern irgendwie 500 Schaden gemacht habe, was ja auf Tier 4 jetzt auch nicht so schlecht ist. Also wie gesagt, lieber A20-Fahrer, ist nicht böse gemeint, aber es gibt Gründe, warum ich nicht auf dich gehört habe. So, weiter geht's, ne? Jetzt ist schwierig, wo wir hinfahren sollen. Es gibt eigentlich keine echten Heavy-Tanks. Hast du eine Idee? Naja, ich versuch's mal in der Stadt. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich mit der Trollgun... ich komm mit, dann helfe ich dir. Dass ich die Gegner auf kurze Distanz habe. Wobei mir das halt mit meiner Panzerung... ist eigentlich Schwachsinn. Die Situation gerade auf Westfield war durch die Hügellandschaft viel besser. Da hat man immer mal noch Deckung gehabt, wo man sich zurückziehen kann. Hier mit den Häusern ist das echt schwierig. Weil gerade als TD, wenn du dann erst noch drehen musst und so, das ist mehr als... Du hättest aber auch auf G3 fahren können, ne? Ja, aber das schießt... Oder du gehst jetzt hier links an die Ridgeline und benutzt da deine Gun Depression. Ja, das da, wo der Keh hochfährt. Mal gucken. Wenn er da was aufmacht hinten, wäre das natürlich optimal. Ich meine, wir sind auf Tier 4, da kann irgendeiner rübergejodelt plötzlich kommen, weißt du? So die 6 allein runter und gibt ja genügend Leute, die auf die solche Ideen kommen. Ja. So genauso wie der eine hier rechts neben uns, der gerade lustiges Dauerfeuer veranstaltet. Geh jetzt mal hier hin und mach jetzt mal die Schere an. Mal gucken, was ich so sehe. Ich müsste dann auf jeden Fall bis zur Bahnlinie, ja, bis zur Straße sehen können. Oh, da ist doch was. Na, also, den haben wir doch schon rausgekriegt. Ich bin überrascht, wie schnell die Geschosse gerade fliegen. Dafür, dass es eine HE-Kanone ist. Drüben ist ein SRV. Warte mal, kann ich über die Map zielen? Das hinterm Haus. Das wäre... sehr optimistisch, würde ich mal sagen. Also wenn ich hab mal geschossen. Nee. Oh, ich habe wieder was aufgeklärt. Ich habe vorbeigeschossen, scheiße. Und gekillt. So, da ist jetzt ein Lago. Das ändert die Lage. Lago und Lage. Ich kann blöde Wortspiele machen. Ich gehe mal von links ran, du von rechts, oder? Ja. Ich habe da noch einen T56 aufgemacht. Oh ja, ich sehe es gerade. Da ist er. Scheiße, der Lago haut ab. Ja, der hat uns gesehen. Also ich war noch nicht offen. Au! Birchgun hat mir voll eine gelangt. Vorher. Okay. Dann suche ich mal Deckung und wir fahren mal von hinten an die Lagos ran, würde ich sagen. Ja, oh, pass auf hier. Irgendwie Artillerie ist der Meinung, dass wir lecker sind. Sind wir ja auch. Oh, die sind schon um die Ecke, so wie es aussieht. Nicht ganz. Oh Gott. Diese Einzielzeit, eine Katastrophe. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, den habe ich selber rausge... Ach Mann! Was war's denn? Na, die Arti natürlich. Scheiße. Ich muss halt stehen bleiben, das kannst du sonst vergessen, ey. Ja, das war ja, jetzt. Bist das ist ungenau sonst, ne? Das kannst du, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist sinnlos dann. Ich wusste ja, dass die Arti schon zu uns schießt, aber. Ach. Ne. What? Sechsten. Oh nee. Ja, bei mir war es die Birchgun. Ja, die Birchgun hat mich auch einmal getroffen und jetzt noch die Sexton. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Wie viel Schaden hast du? Ich habe 490. Ach, keine Ahnung. 170. Na, hast du einmal getroffen, glaube ich, vorhin den einen da, ne? Ja. Oh, Mann, oh. Das ist halt die Kombination von TD mit Trollgun, das kannst du vergessen. Das funktioniert auf keiner Tierstufe. Das siehst du auch beim Kühlschrankwerfer auf Tier 10. Das ist einfach witzlos. Ja, das stimmt. Weil du halt einfach zu... Also sag mal so, das geht dann, wenn du eine Mega-Panzerung hättest. Ja, also, Jagd-Ehe ist ja okay. Den stellst du frontal hin und dann verzweifeln die Leute einfach, weißt du? Ja. Dann hast du auch kein Problem, wenn du da 20 Sekunden im Reload rumstehst. Aber mit den Karren hier, mit keiner Panzerung, dann nützt. Nee.
Ja, es ist eher so, ich glaube, es ist generell eher die Kombination, also weniger TD und Trollgun, sondern eher leicht gepanzert und Trollgun. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil die halt einfach zu lange zum Aimen brauchen. Ja. Und in der Zeit fängst du dir halt immer eine. Ach, wie schön, wir haben einen DW2, der AFK ist. Der ist nicht mal ins Gefecht reingekommen, guck mal. Das ist grau. Ist mir egal, der kriegt trotzdem einen Report von mir. Ah, das lasse ich mal nochmal sein. Vielleicht hat er auch einfach nur Connection-Probleme oder sowas. Kann sein. Weil, wie gesagt, der kam ja nicht mal rein. Ach, schade, das verliert. Also, das verlieren wir auf jeden Fall. Aber in dem Fall war es halt auch, dass die Artillerien uns beide so episch getroffen haben, weißt du? Ja. Hätten die das nicht gemacht, dann, ich glaube, in der Stadt hätten wir noch ein bisschen ein anderes Gefecht abgeliefert. Auf alle Fälle, also gerade die Trollgun auf die kürzeren Distanzen ist es ja dann schon ganz nice, aber ich bin auch überrascht, wie schnell die Geschosse fliegen. Normalerweise hast du ja bei einer Trollgun immer solche Ballgeschosse, aber im Gegensatz zu der Stockgun war das jetzt überraschend, dass man gar nicht so weit vorhalten muss. Naja, trotzdem, Artillerie halt mal wieder, ne? Was willst du Ja. da? Das kannst du. Das ist. Dieses RNG-Spielzeug. Ja, vor allem, weil ich habe ja nicht mal gekämpft, weißt du, das ist wieder bei dem Punkt, wo ich jetzt so Scheiß sagen würde, komm, sag deinen Satz. Artillerie ist Balance and Prevents Camping am Arsch, ne? Weil ich werde komischerweise immer dann getroffen, wenn ich nicht campe. Aber guck mal, die Leistung des Teams war jetzt auch eher so ein bisschen unterirdisch. Ja. Ja, komm, versuchen wir noch mal eine Runde. Vielleicht ist die dann Ja, irgendwie noch warte, aber abschließend. eine Runde will ich noch machen, klaro. Das haben wir ja gesagt. Aber ich zeige jetzt die 7,5 cm. Oh Gott, und das ist eine. Was ist denn das für ein Stummel? Das ist voll der Stummel. Passbar. Das Witzige ist, der hat unterschiedliche Seitenrichtbereiche, mein Panzer. Einmal 20 und einmal nur 15 Grad. Das ist interessant. Also ich zeige dir gerade eben nochmal die Daten. Die Streuung ist jetzt 0,4, 88 Pen, mit Heat sind es 115, 110 Schaden, 2,7 Zielerfassung und Feuergeschwindigkeit 13,4. Das ist ja unterirdisch, das ist ja nervig, so eine Kanone. Ja, aber ich zeige es einfach mal. Okay, wir sind mal wieder auf Windsturm und irgendwie sieht die Karre mit dieser Kanone schon ein bisschen komisch aus. Wo ist er denn? Du hast ja auch so einen komischen Bügelturm. Ja, ich bezeichne das immer als meinen Balkon, wenn ich so ein Ding habe, weißt du. Mein Turm hat einen Balkon. Mehr Luxus für meine Besatzung. Ah, so schlimm sieht die Kanone aber gar nicht aus. Ich finde die Stats, die sie hat, viel schlimmer. Das ist Ja, eigentlich so ja. alles von allem so ein mini bisschen nur. Naja, da hatte jemand fast die Idee, eine gute Kanone zu bauen, oder? Ja. Okay, alle 4 Sekunden werde ich einen Schuss setzen können. Ich schieß aber einen rein. Bleiben wir einfach mal hier stehen. Da ist jetzt was umgefallen. Wo? Bäume da vorne. Covenanter bekommt schon einen Beschuss. Ich schieß vorbei. Ach, damn it. Jawohl. Ja, aber jetzt habe ich solche Ballgeschosse. Also jetzt, die fliegen in komischen Bogen, meine Geschosse. Unangenehmen Bogen. Ja, na gut, ich meine, das muss man ja nicht mit einberechnen. Es ist trotzdem nervig, sag ich mal. Ja. Und dafür halt nur 110 Schaden, weißt du, das sind halt auch nur 35 mehr. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Die Position ist doof, wenn hier keiner durch die Mitte kommt. Ich weiß, aber was willst du machen? Diese Map hat nicht so viele Positionen. Ich weiß. Ah, jetzt kommt da einer. Ja, ein Lago. Ich bin am Einzielen. Jetzt verdrückt er sich wieder. Komm noch mal raus, Kollege. Na, der hat von mir halt gerade schon einen ordentlich gefangen, weißt du? Entschuldigung, da verschlug ich mich vor Lachen. Ja, Ich aber hab dein.
Ich muss mich korrigieren, die Geschosse fliegen dann doch nicht so schnell. Das war ja wirklich gerade eben so ein Basketballwurf. Aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht, ja. Da war dein Geschoss schneller. Es ist irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, dass die auf Distanz ganz, ganz schnell ihre Geschwindigkeit verlieren. Und aber auf kurze Distanz fast wie eine normale AP-Kugel fliegen. Oh Mann. Ah, hier oben war ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass man hier hinkommt. Neue Fahrzeuge, neue Erfahrungen. Naja, es bringt bloß nichts. Aber ich hätte jetzt trotzdem lieber die Kanone mit 110 Alpha, weil die schießt einfach deutlich schneller. Mit 9 Sekunden Reload auf Tier 4 bist du einfach am Arsch. Ja. Oh Mann, ey. Nervt das gerade voll, ich habe mich echt böse verschluckt. Nein! Boah, er verfehlt mich. Boah, da steht noch ein T28 irgendwo, der auf mich schießt. Pass auf, der hat ihn Trollgang. Mir egal. Überlebt das! Komm, M3. Darfst du dir holen. Naja, der müsste mal rauskommen. Aber er tut's gerade nicht. Jetzt. LOL! Ja, hinter uns! Boah, ja, ja! Nein. Ich bin dabei abzuhauen, aber ich glaube, ich brenne! Mein Motor! Fuck! Keine Chance. Oh, fuck! War aber eigentlich ganz nett so von der Runde bis zu diesem Moment. Ja, ja, ich bin. Ach, aber auch gleich 3 Panzer. Und der erste schießt mir noch am Brand. T1 Heavy, ich habe ja noch versucht, meine Kette zu reparieren. Ich hatte keine Chance. Also selbst wenn ich sie repariert bekommen hätte, bei den 3 Typen hinter dir, da hast du keine Chance. Ja, ich meine, mein Ziel wäre erstmal gewesen, in Deckung zu kommen und dann weitersehen. Ach, wir haben schon wieder einen, der es nicht ins Gefecht geschafft hat. Nimm Matilda. Ja, wir verlieren das wird auch leider verloren gehen. Haben wir jetzt alle 3 Gefechte verloren? Weiß es nicht, ob wir alle 3... Nee, ich glaube... Nee, das erste haben wir doch gewonnen. Ach ja, stimmt. Das war das erste mit dem A20, ja. Ja. Ja, also sag mal so, also ich glaube, man kann die Karre auch wirklich mit der Top Gun spielen. Aber ich finde die 4 Sekunden Nachladedauer... schon ein bisschen nervig, also weißt du so, ich kann halt alle 2,3 Sekunden 75 Schaden machen oder alle 4 Sekunden 110. Also ich glaube, da mache ich lieber alle 2,3 Sekunden 75 Schaden. Definitiv, ja. Ich bin ja auch eher, also gerade auf der Tierstufe und ich bin generell auch eher Fan von DPM-Kanonen. Ja. Die machen dich halt insgesamt flexibler. Kannst du so rausgucken, schießen, sofort wieder zurücksetzen. Ja. Du kannst es halt oft machen. Oh Gott. AMX 38. Kraft der überhaupt, dass da unten... Jetzt hat er es gemerkt. Der kann halt nichts gegen den T1 Heavy machen, ne? Ne, keine Chance. Ja, schade. Aber nichtsdestotrotz ist der Lago am Ende besser. Also er ist... besser, als ich am Anfang gedacht habe. Also ich bin mit ihm eigentlich zufrieden. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Fahrt nicht die Trollkan. Tut's nicht. Ihr habt zwar Spaß mit 4 Kills in dem Fall, aber der Schaden, ihr hängt dem Schaden hinterher. Ihr habt nur über 9 Sekunden Reload-Zeit und dann macht der 300 Schaden in einer Runde. Nee. 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 Ich persönlich würde dann die 7,5 kann M41 IKV L50 Nickelkrut nehmen. Das ist mein Name für eine Kanone. Nickelkrut. Die ist halt echt angenehm. Die hat wirklich gute Pennleistung. Die schießt relativ zügig. Also habt ihr ungefähr so knapp über 4 Sekunden. Macht 110 Alpha. Und das ist halt für einen TD ist das völlig in Ordnung. So, ich spähe jetzt gerade eben schon mal auf den STRV M42, das Fahrzeug, was dann nächste Woche kommen wird, weil das dann der Tier 5er ist und der startet als Stock mit der Kanone, die ich gerade eben gezeigt habe, mit der 7,5er,
Also ich glaube, damit kann ich arbeiten. Das wird schon irgendwie gehen. Und wir gucken uns auch die Karre noch schnell mal in der Vorschau an. Ich glaube, O'Hare, du machst es dann wahrscheinlich auch schnell noch, oder? Ja, oh Gott, der Fünfer hat dann nur noch Trollgans. Oh mein Gott. Also der sieht jetzt halt auch dann schon wirklich ganz anders aus. So. Im Grunde ist es auch ein Lago, wie ich gerade eben sehe, der STRV M42. Die Ketten heißen nämlich Lago 3 und Lago 4. Also vom Aussehen her sieht der Fünfer jetzt gar nicht mal schlecht aus, aber er hat halt nur noch Trollguns und gerade die Stockgun ist ein bisschen buh. Boah, der hat voll den mega lastigen Turm, ey. Aber dafür hat er 15 Grad Gun Depression. Also darauf freue ich mich. Da bin ich mal gespannt. Da kann ich auch mal richtig schön mitmachen beim Ridgeline Peekaboo spielen. Okay, von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen zu deinem SAV? Nehmt nicht die Trollgun. Gut, nehmt nicht die Trollgun. Bei mir sage ich, nehmt die 57 mm, sobald ihr sie habt, und seht zu, dass ihr sie so schnell wie möglich bekommt. Zum Glück muss man das Fahrzeug nicht mit besonders viel Erfahrungspunkten füttern. Das hat sehr, sehr geholfen. Und wenn es euch lästig wird, macht es wie ich und benutzt hier eine persönliche Reserve. Und O'Hare hat das ja auch getan. Definitiv, ja. So, macht's gut, liebe Leute. Schöne Zeit. Tschüss und Ade. Tschüss.